Russland ist ein säumiger Kriegsverbrecher, eine reparationenschuldige Besatzungsmacht als Rechtsnachfolger der Sowjetunion. Die Ukraine war ein Opfer Stalins, wie heute ein Opfer Putins. Polen wird eine Rechnung mit Russland offen haben, Litauen, Lettland, Estland sowieso. Die Menschen, die enteignet wurden von den Bolschewisten nach 1917, die Völker der ehemaligen Sowjetunion, die Staaten des Ostblocks. Das Sowjetsystem war auch antisemitisch. Juden wurden enteignet. Eigentum des von den Nazis ermordeten Juden wurde von der Sowjetunion übernommen und nicht entschädigt. In Taiwan sitzen die enteigneten chinesischen Nationalisten, die den Bürgerkrieg gegen die Kommunisten verloren. England hat seine Kolonialherrschaft noch nicht wiedergutgemacht. Die USA hat die Sklaverei und die Rassentrennung noch nicht entschädigt. Hat das irgendein Sklavenhändlerland getan? Deutschland hat sich als Völkermörder gegenüber den Herero anerkannt und eine Wiedergutmachung bezahlt. China war ein von Kolonialmächten zerrissenes Land. China hat eine Rechnung offen mit den ehemaligen Kolonialherren. Indien, ist die Türkei Rechtsnachfolger des Osmanischen Reiches? Hat die Türkei die Schulden und die Schuld gegenüber seinen Kolonien anerkannt, geerbt? Frankreich war auch Kolonialmacht, Belgien, die Niederlande, überall offene Rechnungen. Polen will Deutschland aktuell eine Rechnung vorlegen. Israel verweist auf eine offene Rechnung gegenüber Polen.